So Leute, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Xenoverse 2. Ich habe dieses Mal richtig viele Charaktere installiert. Der ein oder andere ist auch wirklich mit richtig geilem Moveset. Allerdings nicht jeder, das sage ich schon mal so. Und ja, wie gesagt, was ich sagen wollte, wenn ihr noch nicht meinem Discord-Server beigetreten seid, dann lade ich euch herzlich dazu ein. Link ist in der Beschreibung. Und ja, wie gesagt, ich habe hier eine Menge Charaktere, wie ihr seht. Der ein oder andere ist mit Custom Moves. Heute allerdings wird es wieder nur ein Charakter, der leider keine Custom Moves hat. Aber es wird halt nur einer. Und ja, und zwar, ihr seht schon, Son Xenogohan Codeless Super Saiyan 4. Der sieht echt verdammt gut aus. Wir machen mit den ein, zwei Kämpfe. Und wir gucken mal, wie der sich schlägt, ob ich wieder verkacke, ob ich wieder schlecht bin. Das sehen wir jetzt. Wir werden ihn natürlich so ein, zwei Kämpfe testen und danach gehen wir natürlich noch im Fotomodus. Versuche heute auf jeden Fall so viel wie möglich aufzunehmen. Also ich habe so viele geile Charaktere, dass... Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, oh fuck. Kamehame, fuck. Das war gut. Das war gut von Ihnen, aber nicht von mir. Gebt mir auf eine Nuss. Ja, bei den ganzen Spielen, was man immer so durcheinander zockt, mal Naruto, mal Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, dann wieder Tenkaichi 3, dann das andere, dann oh, da kommt man manchmal so durcheinander. Wo Xenoverse eigentlich mit Mods, wohl bemerkt, echt immer noch mein Lieblingsteil ist, weil, wie gesagt, mit Mods macht es immer noch so viel Spaß, das glaubt man gar nicht. Oh, die Special Beam Kelle daneben. Autsch. Welches ist eigentlich eure Lieblingsmap aus Dragon Ball Xenoverse 2? Das würde mich auch mal interessieren. Oh, schade, das wäre so schön gewesen. Okay, Warp kann er mehr. Brrr. Auch nicht. Ich bin echt schlecht geworden in diesem. Nochmal. Ich bin echt schlecht geworden in diesem Spiel. Tut mir leid. Fuck. Nein. Ja, das war mir wieder klar. Ich glaube, das gewinne ich nicht mal so schlecht, wie ich gerade bin. Nein, schon da, fuck. Okay, das war aber gut von Son Gohan. Egal, erste Runde KO. Wir haben noch eine zweite. Und danach gehen wir natürlich noch im Fotomodus. Oh, wird nicht schlecht, ey. Das ist echt oberpeinlich. Aber egal. Der Charakter soll ja nur dafür da sein, um euch zu zeigen, ob der sich lohnt, ob ihr euch ihn downloaden könnt. Wie gesagt, Download-Link ist natürlich in der Beschreibung, wie immer. Und ja, wie gesagt, dieser Charakter ist halt dafür da, um zu zeigen, ob der Charakter sich lohnt oder auch wieder nicht. Upsala. Hab ein Haus kaputt gemacht, okay. Was hat denn der für eine Reichweite, die Drecksau? Jetzt gerade fühle ich mich verarscht. Fliege wie so ein Flummi durch die Gegend. Ach komm mal, wieso hat der so eine Reichweite da? Das trifft dich, was ist das für eine Kacke?
Und zack. Ab. Warum bin ich schlecht in diesem Spiel geworden? Ohne Witz. Und au. Willst du mich verarschen? Nein, ich setze jetzt keine Ult ein, das wäre glaube ich doof. Das war gut. Gib Gas mit deiner scheiß Waffe, mehr dein. Das ist. Stop! Okay, das war der zweite KO nacheinander, ist es. So, zurück nach Content City und dann gehen wir natürlich im Fotomodus. Egal, also das war echt peinlich, dass wir halt den Super Saiyan hier zwar noch verloren haben. Also ich muss mich echt wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit echt selten Xenoverse gezockt. Und ich bin an der Fighter-Steuerung gewöhnt, weil ich echt viel Fighters im Moment übe. Und ich verwechsel das jetzt meistens mit dem Ausweichen, mit dies und. Also nimmt es mir bitte nicht böse, ich will mich eigentlich ja nicht ausreden lassen. Also ich will jetzt einfach nicht hier Ausreden erfinden oder so ein Scheiß, aber es ist halt irgendwie halt so. Enko! Mich hat dieser Charakter leider Gottes keine Custom Moves. Hopp. Ich finde, Höhlenspirale sieht in diesem Spiel echt verdammt gut aus. Aber warum ist das denn so verpixelt? Nervt. Sonst hätte man das gut als Screenshot nehmen können eigentlich. Und... Oh, ich liebe Super Saiyan 4. Finde ich echt cool. Welchen finde ich eigentlich cooler? Blue oder Super Saiyan 4? Ah. Boom. So. Ich hoffe, euch hat der Charakter gefallen. Beim nächsten Mal kommen natürlich wieder ein paar mehr. So ein kleines Pack. Beziehungsweise kein Pack, sondern sie sind alle in einen Ordner. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal schon wieder. Haut rein und ciao.